Diese neue Umfrage von INSA sorgt wirklich mal so richtig für Sprengstoff in Thüringen, denn es wurde mal ermittelt, wen denn die Leute wählen würden, wenn jetzt dann in ein paar Monaten in Thüringen die Landtagswahl wäre. Und das Bild ist, um ehrlich zu sein, ziemlich ähnlich. Die AfD weiterhin bei 30%, die CDU bei 20%. Doch was sich jetzt wirklich gravierend geändert hat, ist Sarah Wagenknecht, besser gesagt Bündnis Sarah Wagenknecht, in ihrer Partei steht bei 16%, also fast so stark wie die Union. Und das, obwohl die Partei ja jetzt schon länger existiert. Also man kann nicht sagen, irgendwie das erste Mal, sondern die Leute sagen ja bewusst, sie würden sich für Sarah Wagenknecht entscheiden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll es denn überhaupt noch möglich sein, Thüringen zu regieren? Auf der einen Seite AfD, auf der anderen Seite Wagenknecht. Die Frage ist natürlich, ob wir dann vielleicht eine Zusammenarbeit sehen, was aber ja eigentlich beide erstmal ausschließen. Kommentieren Sie mir Ihre Meinung dazu. Und geben Sie dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, damit dieses Video viele weitere Leute sehen.